Der Trainerstab ist mehr als stolz auf diese Mannschaft. Das hat auch Daniel Vollbart immer wieder gesagt und auch Torben Marx. Über die ganze Saison gesehen war das eine super Leistung, eine super Mannschaftsleistung vom gesamten Team. Und Daniel Vollbart hat es auch immer wieder gesagt, es sind nicht nur die Spieler auf dem Platz, sondern auch die Mitglieder drumherum, um die Ehrenamtler, die mithelfen, um die ganze komplette Betreuung mit Toni, mit unserer Jenny, auch Leonie, die immer wieder frisches Essen kocht, sobald die Spieler dann bei BFC Preußen, wenn wir die Heimspiele haben, dann fertig sind, dann gibt es immer warmes Essen. Und das sind natürlich so Faktoren, wo es um den Wohlfühlfaktor geht, ja, für die Spieler. Und das schätzen die Spieler und man sieht es denen auch an. Und das danken die natürlich auch dann mit einer grandiosen Leistung über die komplette Saison gesehen. Und das kann einen einfach nur stolz machen. Ich möchte auf eine Sache auch hinweisen. Und zwar auf die Dokumentation von BFC Preußen. Wie ihr wisst, arbeite ich seit einem Jahr an der Doku. Jetzt sage ich das hier auch nochmal offiziell. Das heißt also, wir hatten eine Menge Spaß gehabt übers Jahr. Es gab viele Höhen und natürlich auch viele Tiefen, so wie sich das gehört. Aber eins kann ich euch versprechen, es wird wahnsinnig emotional und lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Am 12.05. ist es dann soweit, da wird die Dokumentation dann präsentiert. Und wir werden das natürlich selbstverständlich auch mit dem Präsidium dann abklären, sodass wir die Doku dann in zwei Teile sozusagen präsentieren, weil es sind insgesamt eine Stunde und 45 Minuten circa. Ich bin dabei, jetzt den Feinschnitt noch zu machen. Und es gibt viele Momente natürlich auch in der Doku, wo einem wirklich die Spucke wegbleibt und die ein oder andere Träne gegossen wird. Also da bin ich mir relativ sicher. So, also Hilalspor in auffälligen Farben und man sieht es hier, sehr zweikampfbetontes Spiel bis jetzt von beiden Seiten. Und der Kapitän Burak Menteş zeigt mal, wer hier rechts direkt mal der Chef im Ring ist. Und wenn ich mich hier umgucke, dann sind die Zuschauer mehr als gespannt, was heute hier bei dem Spiel passiert. Für Hilalspor geht es eigentlich um die goldene Ananas. Und zwar haben die ja gar nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Die Mannschaft von Ramazan Ülger. So, und jetzt Torben Marx mit Anweisungen. Er sagt, Jan Lachnet soll reinlaufen. Bremer mit dem Freistoß. Das war Patrick Breitkreuz mit der ersten Duftmarke. Um nochmal auf die Dokumentation zu sprechen zu kommen. In der Kabine ging es natürlich heiß zur Sache. Also wir werden euch exklusive Einblicke vom BFC Preußen gewähren. In der Kabine. Ich weiß nicht, wann es mal überhaupt sowas gegeben hat in der Berlin-Liga. Ein bisschen länger her wahrscheinlich schon. Oh. Das war kein Schuss. Er gibt den Ball zurück zu Bremer. Und da ist das 1:0 von der brasilianischen Zaubermaus. Das Tor glüht. Und das gewohnte Bild. Alle rennen zum Torschützen. Das war Kevin Moreira Godinho mit dem Kopf. Die brasilianische Zaubermaus. Und wir sehen es auch nochmal in der Zeitlupe. Mit was für einer Wucht er hier den Ball ins Netz ballert. Und das nicht mit dem Fuß, sondern mit dem Kopf. Da könnte der Matchplan aufgehen vom Trainer Torben Marx, der heute an der Seitenlinie steht. Und Torben Marx mehr als motiviert. Heiß wie Frittenfett. So, jetzt gibt es einen Einwurf für BFC Preußen. Das ist Burak Menteş. Das ist Bremer. Und das Tor. Er nimmt ihn Volley. Und das war ein klasse Ding von Bremer, den er hier auspackt mit links. Knallt er den Ball ins Tor. Da reißen sie die Hände hoch. Der BFC Preußen führt hier mit 2:0. Und das ist meine Ansage. Das sind die zweiten Bälle. Und Bremer
wollte den genauso. Und Hussein Mohammed ist geschlagen. Er guckt den Ball ins Tor. Der Mohammed Hussein, weil er keine Chance hat nach dieser Rakete von Stefan Bremer. Aber Kunstrasen liegt uns und das wissen wir. So, Nicolas Frank mit gestrecktem Bein. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob er den direkt aufs Tor haut oder ob da jetzt irgendeine einstudierte Variante kommt. Der Ball senkt sich, Latte! Super geschossener Freistoß. Aber das Aluminium hat was dagegen. Der Ball nicht im Tor. Genauso. Kevin Godinho, das ist Burak Mentisch! Burak Mentisch! Mr. Capitano mit dem 3:0. Kevin Godinho komplett frei. Und Maximilian Dreger guckt und schaut nur zu. Und da hat keiner den Kapitän Burak Mentisch auf dem Schirm. Und der ganz lässig. Und Mohammed Hussein hat keine Chance, hier den Ball irgendwie abzuwehren. Wir schreiben die 37. Spielminute und es steht 3:0 für den Aufsteiger, für BFC Preußen. Hilalspor hatte starke Ansätze, aber die Jungs in Weiß hatten in vielen Situationen was dagegen und zeigen sich heute von ihrer besten Seite bis jetzt. Klasse Abwehrverhalten, klasse Laufverhalten vom BFC. Und das ist die Motivation von der Mannschaft. Einfach auch zu sagen, die Saison ist noch lange nicht zu Ende und wir wollen sie weiter perfekt bis zum Ende durchspielen. Also Tom Chanil heute der Schiedsrichter mit einer super Schiedsrichterleistung. Also wirklich, wie Jalla auch immer sagt, gerne mehr davon. Und da ist Patrick Breikreuz mit dem 4:0. Briefmarke ist drauf. Postkarte Richtung Daniel Vollbart mit den besten Grüßen hier aus Kreuzberg. Und dem 4:0 von Patrick Breikreuz. Er belohnt seine Leistung heute mit einem Treffer. Da ist der Ball lange in der Luft. Und wenn einer die Ecken treten kann, richtig, dann ist das Bremer. Und auch hier gibt es wieder Beifall von Torben Marx. Es steht 4:0 für den BFC Preußen. Und es ist noch lange zu spielen. Jetzt geht es für Hilal hier nur noch um Schadensbegrenzung. Denn ein 4:0, da muss einiges passieren. Schauen wir mal. Und da ist Pascal Kühn mit der Parade. Da beweist er seine Klasse auf der Linie. Ein super Angriff mal von Hilalspor. Und er ist blitzschnell. A la Bonheur, Pascal Kühn mit einer Glanztat. Und da eilen die Spieler zu ihm. Da hat er sich mehr als beworben. Mit den besten Grüßen an den Torwarttrainer Gökhan Aydin. Wir haben hier gerade die Frage bekommen, wie der Torwart so performt, der Pascal Kühn. Ich habe das vorhin schon gesagt. Und eine Minute später haut er hier die Parade raus. Das ist der Pascal Kühn. Ich hole mal kurz mal zu den Zuschauern. Ja, haben Sie vollkommen recht. Vor einer Minute haben Sie gesagt, dass der beste Keeper ist in dieser Liga, sage ich mal. Haben Sie vollkommen recht gehabt. Und dann macht er so eine Parade. Perfekt. Das war eine Weltklasse-Aktion von dem Torwart, also Hut ab. Auch ein starker Angriff von Hilal, ne? Ja, war sehr stark. Ich dachte, der Ball ist schon hinter der Linie, ja, wirklich. Fantastisch gehalten vom Torwart. Das ist die Kralle vom BFC. So, und jetzt geht's in die Halbzeit. Die ersten 45 Minuten sind also vorbei. Und es verspricht eine, ja, tolle zweite Halbzeit zu werden. Und die Spieler lächeln über beide Ohren. Also das ist unglaublich. Sehr schön. Eine tolle Leistung, was hier der BFC Preußen auf den Kunstrasen zaubert heute. Tolles Wetter. Tolle Tore. Einen tollen Sucuk-Döner hatten wir heute. Auch hier bei Hilalspor. Ja, lehnt euch zurück. Also bis gleich. Diese Ecken vom Bremer,
Der Ball liegt gefühlt eine Minute in der Luft. Der steht in der Luft. Seine Ecken unberechenbar. Mal flach, mal hoch, mit viel Gefühl, mal mit Power, also unglaublich. Und da ist schon die nächste Latte. Und natürlich wie gewohnt, in gewohnter Manier, Enrico hinter der Kamera schwenkt heute, was das Zeug hält, von links nach rechts, von oben nach unten, für den Livestream vom BFC Preußen TV. Patrick Breitkreuz. Einer der gefürchtetsten Gegenspieler der Berlin-Liga. Sehr unangenehm zu bespielen, weil der Ball förmlich an seinem Fuß klebt. Und das weiß man. Und dafür ist er berüchtigt, der Patrick Breitkreuz. Also von uns aus hier auch die liebsten Grüße an den Hauptsponsor, die ja auch mit dem WTG-Logo auf der Brust sind. Also liebe Grüße an Dirk und Gerrit. So, jetzt mal Hilalspor, aber ungefährlich. So, Bremer. Bremer stellt seinen Körper rein. Aber das ist Fair Play. So muss es sein. Hilft ihn hoch. Und es sei ihm verziehen. Er ist nicht nachtragend, der Taifun Tuncay. So, und jetzt mal die Chance mit dem eingewechselten Buba Cezay. Aber Kevin Godinho heute in der Form, so wie wir ihn kennen. Jetzt nimmt er den Ball mit. Jetzt gibt es einen Doppelpass mit Patrick Breitkreuz. Der Ball kommt wieder zu Patrick Breitkreuz. Tor! Das Netz flattert. Und das war ein Tor der Extraklasse von Kevin Godinho, der Regisseur, mit Patrick Breitkreuz. Klasse gespielt, klasse Doppelpass. Da haben sie die Abwehr komplett vernascht. Also für diesen Angriff hat Hilalspor ein Navigationsgerät gebraucht. Leider war das überhaupt nicht an. Und der BFC Preußen also hier mit einer Handvoll Tore. Beşiktaş, sagen die Türken. 5:0 führt hier BFC Preußen gegen den Club aus Kreuzberg, Hilalspor. Der Matchplan von Torben Marx geht mehr als auf. Und Per Seifert probiert einen Spagat. Ich fasse es nicht. Und wir wollten auch mit dem Livestream, mit der medialen Berichterstattung ein Zeichen setzen. Jetzt vielleicht mal Hilalspor und wieder Pascal Kühn. Der lässt nichts anbrennen. Oder vielleicht doch. Nein. Das ist Romario Hartwig. 6:0. Kneif mich, ich kann es nicht glauben. 6:0. Und die Schleife ist drum. Da hat die Abwehr kurz mal geschlafen, aber da wird auch der Abwehrspieler komplett alleine gelassen. Und da spielt dann auch der BFC Preußen perfekt aus. Und die setzen hier auf jeden Fall mehr als ein Statement. Ein Stempel mit den besten Grüßen an die Oberliga. Ismail schreibt, danke für euren Stream. Glückwunsch zu einer tollen Saison. Das zeigt das Superspiel der Mannschaft heute und der tollen Tore. Natürlich auch der guten Arbeit des Staffs. Christian Zahnpille, liebe Grüße und Grüße auch, denn es steht jetzt hier 7:0 und der Schiedsrichter pfeift ab. 7:0 gewinnt hier BFC Preußen in Kreuzberg. Herzliche Umarmungen auf der Trainerbank. Und das war mal ein Statement. 7:0 und Hilalspor ist bedient. Der BFC Preußen ist Meister, meine Damen und Herren. Es ist amtlich der 30. Spieltag der Berlin-Liga. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, heute darf ich mal was sagen. Ja, meinen herzlichen Glückwunsch an alle. Mein Glückwunsch, ja. Was singen wir denn? Ja, brauchen wir nicht.
Und ich werde hier auch noch verabschiedet. Das ist zum Thema Gastfreundlichkeit, was ich euch gesagt hatte. Vorhin. Ihr seid eine starke Truppe. Herzlichen Dank. Viel Erfolg, ihr habt es verdient. Dankeschön. Ihr habt es auf jeden Fall verdient, in jeder Hinsicht. Herzlichen Dank. Wirklich. Herzlichen Dank. Ich danke euch vielmals. Schönes Wochenende.